Zum Thema Nullprodukt. Wenn das Produkt der zwei Zahlen a und b 0 ergibt, dann können wir daraus schließen, dass a 0 ist oder dass b 0 ist. Es geht auch andersrum. Wenn wir wissen, dass a 0 ist oder dass b 0 ist, dann können wir daraus schließen, dass a mal b 0 sein muss. Wir werden diese Regel, Regel vom Nullprodukt genannt, mathematisch beweisen. Wir haben zwei Richtungssinne zu beweisen. Einmal, wenn wir den linken Teil kennen, dann können wir daraus den rechten Teil schließen. Das ist dieser Sinn. Und der zweite Sinn ist, wenn wir den rechten Teil kennen, dann können wir daraus schließen, dass der linke Teil gültig sein muss. Machen wir es zuerst so rum. Wir wissen also, dass a mal b 0 ist. Wir können uns in zwei verschiedenen Fällen befinden. Entweder die Zahl a ist 0 oder sie ist es nicht. Sonst gibt es keine Fälle. Wenn die Zahl a 0 ist, dann ist das ja okay. Wenn die Zahl a aber nicht 0 ist, dann wissen wir nur, dass a mal b 0 ist. Also so. Aber da a nicht 0 ist, können wir diese Gleichheit durch a teilen. Und darauf schließen, dass b 0 geteilt durch a sein muss. Wir dürfen hier durch a teilen, weil wir wissen, dass a nicht 0 ist. Durch 0 kann man nicht teilen, aber durch diese Zahl a, die ja verschieden ist von 0, wohl. Also ist b gleich 0 geteilt durch a, das heißt, dann muss b 0 sein. Dann sind wir in diesem Falle und somit ist die Sache okay. Jetzt andersrum. Wenn a oder b 0 ist, dann muss das Produkt 0 sein. Schauen wir zuerst, wenn a 0 ist. Wenn a 0 ist, dann muss selbstverständlich das Produkt a mal b 0 sein, denn dann steht ja hier 0 mal die Zahl b. Und 0 mal, egal welche Zahl b, das macht immer 0. Der zweite mögliche Fall ist, wenn b 0 ist. Wenn b 0 ist, dann ist a mal b auch 0. Denn egal welche Zahl a mal 0, das ergibt 0. Und somit haben wir diese Regel vom Nullprodukt bewiesen. Nehmen wir jetzt an, wir sollten diese komplizierte Gleichung lösen. Sie ist kompliziert, weil sie nicht ersten Grades ist. Das ist eine Gleichung zweiten Grades. Wenn wir es schaffen könnten, dieses Trinom in dieses Produkt zu verwandeln, dann würde sich diese komplizierte Gleichung verwandeln in diese Gleichung, die sofort zum Nullprodukt führt. Denn das ist ja das Produkt von zwei Zahlen, das 0 ergibt. Und durch die Regel vom Nullprodukt wissen wir, dann muss der erste Faktor 0 sein, 2x minus 1 gleich 0. Oder der zweite Faktor 0 sein, x plus 3 gleich 0. Somit würde diese komplizierte Gleichung über das Nullprodukt zu diesen zwei einfachen Gleichungen führen, die beide ersten Grades sind. Die Lösung von dieser Gleichung, das ist natürlich ein halbes, und die Lösung von dieser Gleichung, das ist minus 3. Somit hätten wir herausgefunden, dass diese Gleichung zwei Lösungen hat, die wir selbstverständlich in die Lösungsmenge hineinstecken. Um also dieses Nullprodukt so anwenden zu können, müssten wir es schaffen, solch eine Summe in ein Produkt zu verwandeln. Und eine Summe in ein Produkt verwandeln, das nennt man Faktorisieren. Wenn wir es also schaffen könnten, solch eine Summe zu faktorisieren, dann könnten wir solch komplizierte Gleichungen lösen. Deshalb werden wir in den nächsten Tutorials lernen, wie man faktorisiert.